Let/Harry and Draco. Eine Harry Potter Fanfiction von Ria. Gelesen vom Mondnüffler. Also, Hannah, wie weit bist du mit Jocelyn gekommen? Fragte Lavender grinsend. Pansy Parkinson verdrehte genervt die Augen. Diese dummen Fragen begannen sich zu wiederholen. Und nichts langweilte Pansy mehr als Wiederholungen. Überhaupt langweilte sie sich in letzter Zeit ständig. Der dunkle Lord war tot. Erledigt durch Harry, ich hab mal wieder überlebt, Potter. Und es herrschte eitel Sonnenschein in der magischen Welt. Die Rivalitäten zwischen den Häusern waren praktisch nicht mehr existent. Was auch das friedliche Beisammensein von Slytherins, Ravenclaws, Hufflepuffs und Gryffindors hier im Raum der Wünsche erklärte. Diese Idylle war fast schon wieder zuckrig. So perfekt war sie. Pansy hasste es. Sie hatten ihren wöchentlichen Frauenabend und waren, wie so oft dabei, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Leider waren alle Wahrheiten schon durch und die Pflichten eher kindischer Natur und so langweilte sich Pansy fast zu Tode. Angeödet blickte sie sich im Zimmer um, während Hannah kichernd antwortete und sie erblickte Hermine Granger. Die Gryffindors saß ein wenig abseits, um nicht versehentlich in das Partyspiel mit einbezogen zu werden, und sie las in ihrem Zaubertränkebuch. Diese Tatsache war ja an sich nichts Ungewöhnliches. Die geröteten Wangen und der leichtlassige Blick, mit dem ihre Augen über die Zeilen huschten, jedoch schon. Pansys Neugierde war geweckt. Was, bitteschön, war so aufregend an Zaubertränke, dass Granger sich ständig mit der Zunge über die trockenen Lippen fahren musste? Möglichst unauffällig rutschte Pansy zu Hermine hinüber und spähte ihr über die Schulter. Seine Lippen erkundeten den sich windenden Körper seines Geliebten, dessen Hände wanderten wie von selbst in Samuels Haar, welches sich so seidig unter seinen Fingerspitzen anfühlte. Moment mal, seines Geliebten? Ein spöttisches Lächeln breitete sich auf Pansys Gesicht aus. »Du tanzt schwulen Pornos als Schulbücher, Granger?« fragte sie leise. »Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.« Mit einem erschrockenen Quieken schlug Hermine das Buch zu und starrte die Slytherin aufgebracht an. Der leichte Rotschimmer auf ihren Wangen vertiefte sich um einige Nuancen. »Willst du mich zu Tode erschrecken, Pansy? Außerdem geht dich das gar nichts an.« »Ach, jetzt zieh dich doch nicht so. Lass mal sehen«, verlangte Pansy und entriss Hermine das Corpus Delicti. Interessiert, was die beiden wohl noch so miteinander trieben, schlug sie wahllos eine Seite auf und begann zu lesen. Hermine bedeckte ihre Augen mit den Händen und unterdrückte mit Mühe und Not ein Stöhnen, als Pansy rezitierte. Mit einem kraftvollen Stoß drang Samuel in John ein und musste sich beherrschen, nicht sofort zu kommen, als die heiße Enge ihn umschloss. Im Raum war es plötzlich totenstill. Alle hatten sich Pansy und Hermine zugewandt und starrten sie aus weit aufgerissenen Augen sprachlos an. Es war Ginny, die schließlich das Schweigen brach. »Ja und? Wie geht's weiter?« »Ginny«, keuchte Hermine und vergaß vor lauter Überraschung, ihr Gesicht zu bedecken. »Ja?« fragte Ginny unschuldig. »Ach, nichts«, murmelte Hermine geschlagen. Sie hätte es wissen müssen und dieses delikate Schriftstück lieber gar nicht erst mitbringen sollen. »Worum geht's denn noch? Außer Sex, meine ich?« Lavenders Grinsen war fast schon obszön. Hermine sah die erwartungsvolle Gesichter um sich herum und ergab sich ihr Schicksal. »Es geht um zwei Typen, die sich eigentlich nicht ausstehen können und durch einige merkwürdige Zwischenfälle zusammenkommen«, erklärte Hermine knapp. Em Pansys Kopf machte es Klick und sie schürzte die Lippen zu einem hintergründigen Lächeln. »Also, wisst ihr, Mädels, ich hab da eine grandiose Idee.« Hermine ahnte nichts Gutes. »Was meinst du, Pansy?« »Ach, weißt du, Granger, seit der Lord von uns gegangen ist, ist nichts Aufregendes passiert. Und ich dachte, wir könnten mal wieder etwas Schwung in unseren tristen Alltag bringen.« »Spuck's aus, Parkinson, was willst du andeuten?« fragte Hermine gereizt. Das beklemmende Gefühl in ihrem Magengegend nahm zu, als sie Pansys Gesicht sah. »Na was wohl? Wir bringen zwei Typen, die sich eigentlich nicht ausstehen können, in seltsame Situationen und warten ab, ob sich daraus etwas entwickelt.« Hermine war jetzt schon regelrecht schlecht. »Und an welche Typen hast du da gedacht?« »An Potter und Draco natürlich.«
Sekundenlang herrschte atemlose Stille. Dann brach Lavender ein Gelächter aus. Parkinson, wenn du das schaffst, dann strippe ich bei der Halloween-Feier vor der gesamten Oberstufe. Die Wette halten Hermine und ich, sagte Pansy liebenswürdig, und Hermine fiel in erlösende Ohnmacht. Eine Woche später. Potter! Harry drehte sich genervt um und erblickte einen aufgebrachten Draco Malfoy, der mit wehender Robe auf ihn zustampfte. Mit betont gelangweilter Miene lehnte er sich gegen das Treppengeländer und betrachtete seine Fingernägel. Hermine ignorierte die Kontrahenten einfach, sie kritzelte eifrig in ein Notizbuch herum. »Was willst du, Malfoy?« »Ich hab gehört, du hast ein Problem mit meinen Haaren.« »Deine Haare sind mein kleinstes Problem, Malfoy. Es ist eher deine Person im Ganzen, die mich nervt.« Draco stand es sehr nahe. Seine Haare, der Aufhänger für diesen kleinen Streit, kitzelten Harrys Wange. »Du hast also ein Problem mit mir?« »Das merkst du erst jetzt.« »Willst du mich anmachen?« »Davon träumst du wohl.« »Jungs, jetzt kriegt euch mal wieder ein«, sagte Hermine, während sie ihr Notizbuch zuklappte. »Das geht jetzt seit Jahren so, und wenn ich ehrlich bin, ich kann es nicht mehr hören. Duelliert euch gefälligst, wie anständige Zauberer.« »Hermine?« fragte Harry, als wolle er sich von der Identität seiner Freundin überzeugen. »Ich stimme Granger zu«, mischte Pansy sich ein. »Wenn ihr euch duellieren wollt, würde ich das Klotermaul in der Mitte vorschlagen. Des Weiteren würde ich sagen, dass ihr zur Sache kommt, ehe das Mittagessen vorbei ist.« »Du bist mit dem Schlammblut einer Meinung?« fragte Draco, der beinahe so fassungslos aussah, wie Hermine sich fühlte. Pansy zuckte nur gelangweilt die Schulter an und kaute auf ihren Kaugummi herum. »Es gibt eben nichts, was es nicht gibt.« Ein wenig verunsichert musterten sich die Rivalen. So wirklich bekämpft hatten sie sich erst wenige Male, und da hatte Draco eindeutig den Kürzeren gezogen. Allerdings hatte er inzwischen Zeit sicher dazugelernt. Harry beschloss es, darauf ankommen zu lassen. »Also gut, Malfoy. Um 7 im Mädchenklo. Schreib schon mal dein Testament, Potter.« »Deine Beerdigung wird ein Freudenfest.« »Kannst du dir das überhaupt leisten?« »Bestell den Notar schon mal.« Hermine hatte nun genug von diesem Macho-Gehabe und zog Harry wortlos auf die große Halle zu. Pansy folgte mit einem sich sträubenden Draco im Schlepptau. An seinem Platz angelangt, schoss Harry tödlicher Blicke in Dracos Richtung, die mit ebensolcher Intensität zurückgefeuert wurden. Da sie natürlich viel zu spät kamen, war die Halle mehr als leer. Zumindest hatten sie so freie Sicht aufeinander. Die beiden waren zu sehr damit beschäftigt, sich niederzustarren und zu bemerken, dass zeitgleich zwei unscheinbare Glaskügelchen direkt neben ihnen zerdrückt wurden. Auch dass Hermine und Pansy synchron aufsprangen und aus der Halle stürmten, bemerkten sie nur am Rande. Ein geruchsneutrales Gas hüllte sie unbemerkt ein, gelangte durch die Schleimhäute direkt in den Blutkreislauf und tat sein Bestes, sie in den Wahnsinn zu treiben. Harry bemerkte als erster, dass irgendetwas nicht stimmte. Ganz und gar nicht stimmte. Seine Augen glitten wie von selbst tiefer, fixierten Dracos Lippen und registrierten zu seinem Entsetzen, dass sie fein geschwungen waren. Ebenso bemerkte er die zarten Wangenknochen, die großen grauen Augen, die sich immer mehr weiteten, während sie Harry beobachteten. Draco leckte sich nervös über die Lippen und Harry spürte, wie das Blut seinen Kopf verließ und in die untere Regionen abdriftete. Da half kein Leugnen mehr. Malfoy tönte ihn an. Panisch sprang er auf und sah sich nach Hermine um. Doch von ihr war weit und breit nicht zu sehen. Wieder huschte sein Blick zu Draco, der irgendwie fahl und angespannt wirkte. Unruhig rutschte der blonde Slytherin auf seinen Stuhl hin und her, während seine Finger an der Schuluniform herumzupften. Da Harry den unwiderstehlichen Drang verspürte, Draco eben diese Uniform vom Körper zu reißen, tat er das Beste, was er in einem solchen Fall tun konnte. Die Flucht ergreifen. Hektisch suchte Harry nach einem ungestörten Platz, an dem er sich Erleichterung verschaffen konnte. Sein Blutstauungsproblem nahm gerade erschreckende Ausmaße an, da sah er die Tür zu Filchs Besenkammer. Ein kurzer Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war, und Harry verschwand durch die Tür. Der Geruch nach Staub, vermischt mit Politur und Meister Matschig, hüllte ihn ein. Das diffuse Licht reichte soeben, um alte Putzlappen, eine Wischmopp und einen Eimer zu erkennen. Mit fliegenden Fingern öffnete Harry seine Hose und bemühte sich, krampfhaft nicht an Malfoy zu denken, während er sich fieberhaft selbst bearbeitete. Die Stirn gegen die Tür gelehnt,
versuchte er seinen keuchenden Atem möglichst leise auszustoßen, während die Bewegungen seiner Hand ruckartiger wurden. Bei der Vorstellung, dass es Dracos Finger waren, die ihn rieben, kam er keuchend und zuckend in seine Hand. »Scheiße«, fluchte er schließlich halblaut. »Scheiße, scheiße, scheiße!« Mit dem Fluch knallte sein Kopf gegen die Tür und er konnte nicht glauben, was er gerade eben getan hatte. Dass er sich einen runterholte, war ja nichts Besonderes. Schließlich war er ein gesunder 17-Jähriger. Ja gut, er war ein schwuler gesunder 17-Jähriger. Aber dass er sich auf Malfoy einen runterholte, das war in seinen Augen irgendwie pervers. Seufzend sah er an sich herab und zog seine Hose hoch, die bis zu den Knöcheln herabgerutscht war und dort ein unordentliches Knäuel bildete. Sein Hemd schien in Ordnung zu sein und Harry wagte sich, nachdem er seine Hände von verräterischen Spuren gereinigt hatte, hinaus. Der Gedanke an die nächste Stunde ließ ihn entsetzt nach Luft schnappen. Wenn er sich nicht beeilte, würde er hoffnungslos zu spät kommen. Der Flur war leer. Nur wenige Porträts sahen ihn neugierig nach, wie er mit geröteten Wangen in Richtung Kerker rannte. Auf halbem Weg stieß er fast mit Draco zusammen, der aus einem zurzeit unbenutzten Klassenzimmer stürmte und seltsam zerzaust aussah. Sein Hemd hing halb aus der Hose und die Krawatte war nur schlampig gebunden. Dracos Augen weiteten sich entsetzt, als er Harry erkannte, und auch Harry war diese Begegnung unangenehm. Unwillkürlich glitt sein Blick über Dracos Hemd, das an der Hüfte ein wenig hochgerutscht war und ein Streifen weißer Haut entblößte. Allein dieser Anblick reichte, um ihn wieder hart werden zu lassen. Eilig verdeckte er seine Mitte mit der Robe, die er bis jetzt über seine Schulter gebaumelt hatte. Was willst du denn hier, Potter? Anscheinend hatte Draco seine Stimme wiedergefunden. Ihr fehlte zwar die gewohnte Bissigkeit, aber immerhin brachte er einen vernünftigen Satz zustande. Zaubertränke fängt gleich an, stammelte Harry, der sich wirklich stark konzentrieren musste, um überhaupt irgendein klares Wort zu sagen. Unwillkürlich leckte er sich über die trockenen Lippen, und Draco, der diese Geste wie hypnotisiert beobachtete, atmete zischend aus. »Was geht hier vor?« verlangte die schneidende Stimme von Severus Snape zu wissen. Der Lehrer war unbemerkt hinter ihn aufgetaucht und sah Harry lauernd an. »Wir waren gerade auf dem Weg zum Klassenzimmer, Sir«, sagte Harry eilig. Snape zog ungläubig eine Augenbraue hoch. »Sie sind so spät. Der Unterricht hat vor einer Minute begonnen. 10 Punkte Abzug von Gryffindor.« Harry verkniff es sich zu sagen, dass auch Malfoy zu spät war, von Snape selber ganz zu schweigen, weil es ihm noch mehr Strafpunkte eingebracht hätte. Mit gesenktem Kopf folgte er seinem Lehrer. Zumindest war sein Erektionsproblem jetzt erst einmal gelöst. Wie sich herausstellte, war diese Verschnaufpause nicht von Dauer. Ein Blick zu Draco genügte und sein hormongesteuerter Körper machte, was er wollte. »Alles in Ordnung, Harry?« fragte Ron besorgt, als Harry im Eifer des Gefechtes einfach Ringelblumensamen anstatt Lavendelknospen in den Kessel schüttete. Das Gebräu gluckste besorgniserregend nach dieser stümperhaften Behandlung und es wurde nicht besser, als Harry Alwandwurzeln zugab, was ebenfalls falsch war. Snape war ein Herzinfarkt allerdings erst nahe, als Draco seinen Trank ebenfalls verhaute. Immerhin war das hier Draco, sein vorzüglicher Schüler, und eigentlich recht begabt. Und nun musste er zusehen, wie eben dieser eine ganze Handvoll Bitterwurzeln in den Trank warf, wo doch nur eine Messerspitze erlaubt war. Überhaupt war Draco mehr als unkonzentriert. Seine Bewegungen waren fahrig. Seine Augen huschten immer wieder zu Harry, nur um betreten wegzusehen, wenn dieser den Blick erwiderte. Kurz gesagt, der Unterricht war ein absolutes Desaster. Und es wurde nicht besser, eher noch schlimmer. Beim Abendessen war Harry inzwischen so weit, dass er keinen Bissen hinunterbekam. Sein Mund war trocken und seine Lenden schmerzten bei Dracos Anblick. Und das, obwohl er heute öfter masturbiert hatte, als gesund sein könnte. Er beschloss, dass er mit Hermine reden musste. Oder er würde noch wahnsinnig werden. »Hermine, ich habe ein Problem«, flüsterte Harry leise, als er seine Freundin in einer abgelegenen Ecke der Bücherei aufgestöbert hatte. »Das sehe ich.« Wir sagen zu Hermine die Augenbrauen hoch und sah demonstrativ auf die Ausbuchtung, die Harrys Hose bildete. Rasch zog er seinen Umhang darüber und setzte sich ihr gegenüber. »Das meine ich nicht. Ich meine, es ist auch eines meiner Probleme, aber mein Hauptproblem ist der Grund dafür.«
Du bist 17 und ein Kerl. Was für einen Grund brauchst du denn noch? Das ist nicht witzig. Harry fuhr sich frustriert durch die Haare, auf dass sie noch wirrer von seinem Kopf abstanden. Harry brach ab und sah Hermine ernst an, ehe er tief Luft holte und sagte, ich stehe auf irgendeine kranke Art und weiß auf Malfoy. Und wenn du lachst, hexe ich dich ins letzte Jahrhundert. Hermine schürzte die Lippen und zwibbelte ihre Feder zwischen den Fingern. Sie sah Harry missbilligend an. Mal abgesehen davon, dass du mich nie und nimmer verhexen würdest, war es nur eine Frage der Zeit, bis du dich von Malfoy angezogen fühlst. Harrys Unterkiefer klappte auf, doch Hermine fuhr völlig ungerührt fort. Lass mich bitte ausreden. Diese Rivalität, die jetzt schon die ganze Zeit zwischen euch herrscht, musste früher oder später zu einer solchen Spannung führen. Es war einfach nur ein Zeichen unterdrückter sexueller Frustration, dass ihr euch ständig bekriegt. Du solltest ihm nachgeben. Harry, du musst deine Leidenschaft freien Lauf lassen. Es ist doch völlig klar, dass du schon lange im Malfoy-Fanat bist. Und diese ständige Zauberstabgefuchtel, ist dir eigentlich klar, dass dies durchaus als Phallus-Symbol gewertet werden könnte? Für einen Moment herrschte Stille. Dann explodierte Harry. Fallo, wer bist du? Dr. Freud oder was? Ich bin kein Stück im Malfoy-Fanat und ich bin nicht frustriert. Ich werde demnächst nur Spielen an den Händen haben. Aber das sagt er nicht laut. Ach, du bist also nicht von Malfoy besessen? Warum höre ich dann von früh bis spät nur Malfoy hier und Malfoy da? Malfoy hat dies gesagt und jenes getan. Verrate mir eines, Harry. Vergeht auch nur eine Mahlzeit, ohne dass du analysierst, was Malfoy tut? Siehst du? Rief Hermine triumphierend. Du bist von ihm besessen, schon seit deinem ersten Jahr. Jetzt geh zu deinem Date mit ihm und schnapp ihn dir, Tiger. Wir duellieren uns nur. Natürlich, mit euren Zauberstäben. Hermine zwinkerte eindeutig und wandte sich ihrem Buch zu. Du wirst zu spät kommen, Harry. Harry beugte sich mit ernstem Gesicht vor, um Hermine direkt in die unschuldigen Augen zu sehen. Was auch immer du nimmst, es kann nicht gesund sein, knurrte Harry noch, ehe er mit gemischten Gefühlen die Bibliothek verließ. Es war schon nach 7, als er sich endlich in den zweiten Stock wagte. Halb hoffend, dass Malfoy nicht kommen würde oder dass er nicht auf ihn gewartet hätte. Diese Hoffnung wurde zerstört, als Harry die Tür öffnete und sich Draco gegenüber sah. Der blonde Slytherin lief nervös auf und ab und warf den Kopf hoch, als ein leises Quietschen von Harrys Sohlen verursacht seine Ankunft ankündigte. Du bist zu spät, Potter. Sieht so aus. Harry blieb abwartend stehen und wusste nicht so recht, was er mit seinen Händen anfangen sollte. Er vergrub sie schließlich tief in den Taschen seiner wieder mal engen Hose. Draco wirkte nervös. Das Zittern seiner Hände, mit denen er sich durch die Haare fuhr, war ein Anzeichen dafür. Sollen wir loslegen? Harry schreckte auf. Er hatte die ganze Zeit Dracos Lippen fixiert, die ein wenig bebten. Was? Womit? Fragte er leicht panisch. Na, mit unserem Duell. Draco sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Und vielleicht stimmte das auch. Immerhin stand hier Harry Potter und überlegte, ob Dracos Haut so weich war, wie sie aussah. Wann genau hat er eigentlich angefangen, so einen Scheiß zu denken? Jetzt? Fragte Harry nicht sehr intelligent. Am liebsten hätte er seinen Kopf gegen die nächste Wand gedonnert, um wieder klar denken zu können. Okay. Draco zog seinen Zauberstab. Harry errötete bei den Gedanken daran, was Hermine über Phallus-Symbole gesagt hatte. Und er brachte sich in die Position. Unwillkürlich deckte Harry sich über die Lippen. Sein Mund fühlte sich an wie die Wüste Gobi. Der Zauberstab zitterte und Draco senkte seinen Arm. Hektisch huschten seine Augen umher, als suchte er einen Fluchtweg. Ich muss mal kurz. Ich geh mal eben. Ich bin gleich wieder da, stammelte Draco mit blutrotem Gesicht. Er stürmte auf die Tür zu, doch Harry hielt ihn, einer plötzlichen Eingebung folgend, am Arm fest. Entsetzt starrte Draco auf die braungebrannte Hand, die ihn zurückhielt. Harry warf jede Logik über Bord und presste seine Lippen auf Dracos. Zur Sicherheit fixierte er Dracos Kopf, indem er seine freie Hand in dessen Nacken legte. Einige Sekunden lang passierte gar nichts. Beide starrten sich aus weit aufgerissenen Augen an. Harry, weil er über sich selbst erschrocken war
und Draco, weil er wohl nicht damit gerechnet hatte, dass er heute noch von Potter geknutscht werden würde. Dann fragte Draco undeutlich nuschelnd an Harrys Mund. Was wird das, Potter? Ich lasse meine Leidenschaft freien Lauf. Dracos Hände stemmten sich mit aller Kraft gegen Harrys Brust und er ließ den widerspenstigen Slytherin so plötzlich los, dass dieser einige Schritte rückwärts taumelte. Sag mal, Potter, bist du übergeschnappt oder so? Anscheinend ja. Harry war jetzt wirklich versucht, sich den Schädel an der Wand einzuschlagen. Er würde nie wieder auf Hermine hören. Wenn Malfoy das herumerzählte, dann würde er sich in einer Kloschüssel ertränken. Er könnte sich auch beim Snape beim Klauen einer Zaubertrankzutat erwischen lassen. Wäre zwar schmerzhaft, aber effektiv. Ein wenig verwundert bemerkte Harry, dass Draco sich nicht vom Fleck gerührt hatte. Eigentlich hätte der Slytherin schon mit einem Megafon und einer Leuchtreklame unten in der großen Halle stehen müssen, um zu verkünden, dass er soeben von Harry Potter in der Mädchentoilette belästigt worden war. Stattdessen sah Draco ihn abwägend an und kam sogar einige Schritte auf ihn zu. »Wehe, du verlierst ein Wort darüber«, sagte er noch drohend, ehe er sich auf Harry stürzte und ihn ungeschickt küsste. Harry stolperte und seine Hüften machten unsanfte Bekanntschaft mit dem Waschbecken. Er stöhnte und Draco, der den Unterschied zwischen lustvoll und schmerzerfüllt wohl nicht kannte, versteckte seine Bemühungen noch. Dracos Zähne schrammten über Harrys Lippen, der seinen Mund zum Protest öffnete, nur um gleich darauf Dracos Zunge zu spüren, die zögernd dieser unfreiwilligen Einladung folgte. Eigentlich hätte er zusehen müssen, dass er so schnell wie möglich herauskam, doch irgendwie war Harry nicht in der Lage, dieses brisante Spiel zu unterbrechen. Okay, Ron würde ihn hassen, und halb Gryffindor würde Heugabeln schwingend nach seinem Blut lechzen, aber das war es wohl wert. Ein wenig unsicher erwiderte Harry Dracos Zungenschläge. Seine Hände machten sich selbstständig und krallten sich halssuchend in seidigem blonden Haar fest, während sie zusammen so weit zurückwichen, bis Harry die kalte Wand in seinem Rücken spüren konnte. Schwer atmend hielt Draco inne und sah Harry an. Sein Blick war nicht wirklich glasig zu nennen, aber so ganz auf der Höhe war er auch nicht mehr. Potter, du küsst gar nicht so miserabel, wie ich gedacht habe. Na, da bin ich aber beruhigt, brachte Harry noch heraus, während er Dracos Lippen wieder mit seinen einfing. Sie rutschten an der Wand zu Boden, rollten darüber und Harry wäre fast schon in seine Hose gekommen, als Dracos Bein über seinen Schritt rieb. Er wälzte sich herum und kam auf Draco zu liegen. Warte mal, was machen wir hier eigentlich, Malfoy? Knutschen? Harry rollte mit den Augen. Gut, nur weil er mit Malfoy rummachte, hieß es ja noch lange nicht, dass man ein vernünftiges Gespräch mit ihm führen konnte. Draco fing an Harrys Hals zu saugen, was so ziemlich jeden Drang zur Konversation, der in Harry existiert hatte, in den Erdboden stampfte. Seufzend legte er den Kopf schief und schloss die Augen. Dieses Gefühl von Dracos Zunge, die über sein Schlüsselbein leckte, war einfach der Wahnsinn. Vielleicht waren Hermines Ratschläge doch nicht so schlecht. Ihre Körper pressten sich aufeinander. Harrys Zunge schlüpfte in Dracos Mund und er wurde mit einem leisen Keuchen belohnt. Fiebrig fummelte er an der Knopfleiste des Hemdes herum, welches Dracos Brust vor seiner Berührung schützte. Unwillig knurrend, da er nicht in der Lage war, die filigranten Knöpfe so schnell zu öffnen, wie er es wollte, riss Harry Dracos Hemd aus der Hose und fuhr mit den Fingerspitzen über dessen Bauch. Dracos Augen weiteten sich entsetzt, als er Harrys Finger in besorgniserregender Nähe seines Hinterns spürte. Und irgendwie machte Harry nicht den Eindruck, als wäre er schon an seinem endgültigen Ziel angelangt. Und wenn er schon dabei war, seit wann waren sie eigentlich beide nackt? Was wird das denn, Potter? Fragte Draco keuchend, indem er Harry von sich wegdrückte. Hä? Nicht sehr intelligent sah Harry auf ihn herab. Seine Hände waren immer noch viel zu nah am Körperstellen, an denen sie eigentlich nicht zu suchen hatten. Zumindest war das Dracos Meinung. Was das werden soll, fragte ich, schnauzte Draco ihn an, während er ein Stück höher rutschte. Das war keine so gute Idee. Es brachte seinen Hintern nur in noch größere Gefahr und so rutschte er schnell wieder zurück. Naja, ich dachte, ich meinte, ich, wir, Harry stotterte sich, errötend eine unverständliche Ausrede zurecht und seine Finger zuckten unbewusst, was Draco fast an die Decke springen ließ. Finger weg von meinem Arsch! Verständnislos blinzelnd sah Harry zu seiner Hand, die immer noch an Dracos Hintern lag. Dann sah er wieder in Dracos gerötetes Gesicht. Wie? Wenn hier einer hinhält, Potter, dann ja wohl du,
Fazit, deine Hände haben nicht an meinen Arsch zu suchen, erläuterte Draco den fassungslosen Harry gelassen. Wie bitteschön kommst du darauf, dass ich hinhalten würde? Brachte Harry schließlich heraus. Draco lächelte ihn liebenswürdig an, als er erklärte, ich bin ein Malfoy, die liegen nicht unten. Na und? Ich bin ein Held, also liege ich oben. Du bist nur zu blöd, um zu verlieren. Du kannst dich ruhig in meine verantwortungsbewussten Hände begeben. Kommt ja nicht in Frage. Außerdem bin ich der Größere von uns beiden. Wir sind gleich groß, Potter. Ich meinte ja auch die geistige Größe. Außerdem bist du eindeutig weiblicher als ich. Hast du sie noch alle? Wie kommst du denn darauf? Ich bin ja wohl das Männlichste, was Hogwarts je gesehen hat. Du brauchst länger im Bad als jedes Mädchen, das ich kenne. Woher hast du das denn? Gerüchte. Außerdem bekommst du einen Schreikrampf, wenn dir einer deiner Nägel bricht. Das ist doch glatt gelogen, Potter. Naja, gut. Aber ich liege nicht unten. Doch, Potter, du wirst. Nein. Doch, nein. Wer stellt sich jetzt hier an wie ein Mädchen? Du. Sonst würdest du jetzt nicht diskutieren, sondern mich ranlassen. Dracos Mund klappte auf und schloss sich wieder, ohne dass er etwas sagte. Sein Gesicht verzog sich, als hätte er körperliche Schmerzen, während Harry triumphierend grinste. Ich habe Erfahrung. Mit wem? Fragte Harry zu wissen, und Draco wurde rot. Ja, zunächst wäre da ich. Und ich habe darüber gelesen. Gelesen? Willst du mich verarschen? Ja, gelesen. Pansy hatte da so ein Buch, das sie als Schulbuch getarnt hat, erklärte Draco stirnrunzelnd. Ich habe mich zumindest schlau gemacht. Willst du jetzt etwa behaupten, es wäre nicht dein erstes Mal, Potter? Fügte angriffslustig hinzu. Harry biss sich auf die Lippen und überlegte kurz. Na gut, eher etwas länger. Er überlegte, ob er nicht einfach lügen sollte. Nein, verdammt, ich habe es noch nie gemacht, gab er schließlich zähneknirschend zu. Du war auch nicht. Du hast nur darüber gelesen. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, oben zu liegen. Okay, Potter. Dann machen wir eben einen Deal. Dieses Mal bin ich oben und beim nächsten Mal du, versuchte Draco die Situation und seinen Arsch zu retten. Jetzt war es an Harry, nach Luft zu schnappen. Hatte Draco gerade ein zweites Mal erwähnt? Während Harry noch grübelte, schritt Draco zur Tat. Immerhin durfte jetzt Harry nicht ganz so intensiv darüber nachdenken, was genau auf ihn zukam. Und ehe er sich versah, wurde Harry von Draco herumgeworfen, bis er unter dem blonden Slytherin lag. Entspann dich einfach, Potter. Warte mal kurz, Malfoy. Wer diskutiert jetzt, Potter? Unterbrach Draco ihn belustigt. Jetzt waren es seine Finger, die stetig tiefer glitten, spielerisch über seine gebräunte Brust bis zum Bauch hinunter. Harrys Augen folgten misstrauisch jeder Bewegung der weißen schlanken Hände und flammende Hitze strossen seine Wangen und nicht nur dahin. Dracos Hände erreichten sein Ziel und begannen zögernd Harry zu streicheln. Die Augen geschlossen warf Harry den Kopf in den Nacken und hob sich der Berührung Dracos entgegen, als dessen Daumen versuchsweise über die Spitze rieb. Erst als er eine Bewegung in der Nähe seines Hinterns spürte, kehrte Harrys Verstand zurück und er hatte eine äußerst wichtige Frage im Gepäck. Malfoy, warte, ich, keuchte Harry abgehackt. Er musste feststellen, dass Denken und Malfoy nicht zusammenpasste. Zumindest nicht, solange Malfoy seinen Schwanz in den Händen hielt. Was ist denn jetzt schon wieder? Gleitgehe. Was ist damit? Fragte Draco abgelenkt. Warum musste Harry auch so keuchen und sich unter ihm winden? Dabei konnte sich ja kein Mensch konzentrieren. Wir brauchen es. Ich brauche es. Ach, scheiße, mach das nochmal. Habe ich nicht. Oder warte mal kurz, antwortete Draco und stand auf. Warte mal kurz. Jetzt? Kreischte Harry fassungslos, während er ungläubig an sich herabsah. Draco konnte doch so kurz davor nicht einfach aufhören. Was zum Teufel machst du da? Fragte er ungeduldig, als Draco seine Sachen durchsuchte und schließlich einen kleinen Tegel hochhielt. Kein Gleitgel, aber fettig. Brauche ich für meine Hände, wenn wir Kräuterkunde hatten, erklärte Draco grinsend, während er sich wieder zwischen Harrys Beine kniete. Ein Hoch auf deine Eitelkeit. Wenn du dann so freundlich wärst. Harry deutete gereizt auf seine, stark vernachlässigte, Mitte. Hetz mich nicht, Potter, knurrte Draco
und schraubt in aller Seelenruhe den Deckel ab, um seine Finger in die fettige Creme zu tauchen. Harry glaubte jeden Moment zu explodieren und das nicht in dem Sinne, in dem er es eigentlich vorhatte. Er packte Draco entschlossen im Nacken und presste seine Lippen auf die des Slytherins. Das Turngefäß fiel mit einem dumpfen Geräusch zu Boden, als Dracos Hände sich in Harrys Haar krallten und er den stürmischen Kuss erwiderte. Eigentlich hätte die Reibung ihrer eng aneinander gepressten Körper schon gereicht, um einen Frühstart hinzulegen, doch Draco kratzte den letzten Rest der Beherrschung, der noch in ihm war, zusammen und riss sich los, um sich wieder sein Hauptziel zu widmen. Potters Arsch. Harry öffnete die Augen, als Draco den Körperkontakt unterbrach und der Anblick raubte ihm schier den Atem. Der Slytherin kniete mit herabgesenkten Lidern vor ihm, das blonde Haar klebte verschwitzt und wie an den geröteten Wangen, während er unsicher nach der Creme tastete. Sich auf die Lippen beißend, beobachtete Harry, wie die eingeölten Finger zwischen seinen Beinen verschwanden und Draco konzentriert die Stirn runzelte. Es drückte ein wenig, als Dracos Finger in Harry eindrang, sich dann vorsichtig weitertastete, als suche er etwas. Harry hatte zwar keinen blassen Schimmer, was genau Draco suchte, aber er bemerkte es sofort, als Draco die Stelle fand. Oh, fuck, japste Harry, den Kopf in den Nacken werfend. Gefällt dir das, Potter? Dracos Atem strich heiß über Harrys Bauch. Wieder traf er diesen Punkt und Harry bäumte sich auf. Ja, scheiße, ja, verdammt. Zufrieden grinsend, biss Draco in Harrys Halsbeuge, legte gierig das Salz von der weichen Haut und führte einen weiteren Finger ein. Harry bemerkte es kaum. Er war sich sicher, dass er jetzt auf der Stelle einen Herzinfarkt bekommen würde. Dracos Finger in sein Inneren, seine Zunge an Harrys Hals und der keuchende Atem an seinem Ohr. Sie trieben den Puls und Adrenalin in ungeahnte Höhen, bis Draco der Meinung war, in die Vollen gehen zu wollen und sich an Harrys Hüften festhalten aufrichtete, da klopfte dessen Verstand wieder ein. Und mit dabei hatte er gewisse Bedenken. Dracos Finger waren eine Sache, eine richtig gute, wenn man Harry fragte. Dracos harter Schwanz dagegen war eine ganz andere. Warte, ich... stotterte Harry und entzog sich der Berührung Dracos. Warten? Worauf? Dracos Gesicht war ein einziges großes Fragezeichen. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee, nuschelte Harry, während er von Draco wegrobbte. Dessen Finger glitten von Harry ab und notgedrungen kroch er Harry nach. Jetzt bleib hier, rief er, als Harry noch weiter vorwärts krabbelte. Ich jagere dich bestimmt nicht durch das gesamte verdammte Klo. Können wir uns nicht einfach gegenseitig einen runterholen? Versuchte Harry zu retten, was nicht mehr zu retten war. Einfach so nett unter Feinden? Mit einem kurzen Ruck zog Draco Harry zurück und legte sich auf ihn, um weitere Fluchtversuche zu unterbinden. Immer mit der Ruhe, Potter. Ich werde sehr vorsichtig sein, versprach Draco, während seine Finger Harry schnell und hart rieben. Jedes Argument vergessen, drängte Harry sich Dracos Hand entgegen. Seine Finger rutschten von den schweißnassen Schultern des Slytherins ab, griffen fester zu und verkrampften sich, als er das zwischen seinen Beinen spürte, das um einiges größer war als alles vorher. Keuchend flüsterte Draco im beruhigenden Abgang der Worte ins Ohr, bis der leichte Schmerz nachließ und das Slytherin ihn aushüllte. Am ganzen Körper zitternd war der Draco abwartend, wagte er sich nicht zu bewegen, während er Harrys verschwitztes Gesicht betrachtete. Augen und Lippen zusammengepresst, getraute Harry sich kaum zu atmen, geschweige denn Draco anzusehen. Alles in Ordnung, Potter? Fragte Draco unsicher, als Harry sich weder rührte, noch einen Ton sagte. Zögernd öffnete Harry seine Augen und erblickte das besorgte Gesicht Dracos über sich. Wäre die Situation nicht so absolut unpassend gewesen, hätte er gelacht. Dass er das noch erleben durfte, Draco machte sich Sorgen. Seinetwegen. Harry Potters wegen. Ich denke schon, entgegnete Harry nachdenklich. Harry stockte, als Draco entschlossen seine Hüften umfasste und sich langsam bewegte. Ihre Blicke verfingen sich ineinander, als Harry schlanke Beine sich um Dracos schmale Hüften schlangen. Die schmutzigen Fliesen rückten in den Hintergrund. Das steife Tröpfeln des Wasserhahnes ging unter im keuchenden Geräusch ihrer Atemzüge. Ohne den Augenkontakt zu unterbrechen, beugte Draco sich vor, Harry dabei im Rhythmus seiner Stöße reibend. »Sag mir, was dir gefällt, Potter«, flüsterte er rau an Harrys Lippen.
Leise stöhnend grub Harry seine Zähne in Dracos Schultern, kratzte mit seinen Nägeln über die weiße Haut. Er betrachtete Dracos gerötetes Gesicht, genoss den leichten Salzgeschmack auf seiner Zunge. Fester. Dracos Finger gruben sich hart in Harrys Haut. Sein linker Arm legte sich um Harrys Rücken, als dieser das Becken anhob. Er zog den Gryffindor näher an sich heran, als Harry beinahe aufrecht auf Dracos Knien saß. Flüchtige Küsse auf Dracos Lippen hauchend, umklammerte Harry den Nacken des Slytherins, verkrallte seine Finger in den verschwitzten blonden Haaren. Dracos warmer Atem strich über Harrys Wangen, als er den Kopf senkte und sein Gesicht in Harrys Halsbeuge vergrub. »Ich kann nicht mehr lange«, stieß er hervor, und Harrys Blut schien zu kochen, als Dracos seine Hand schneller, ruckartiger bewegte. »Ich auch nicht.« Dracos Zähne gruben sich schmerzhaft in Harrys Schulter, als sich sein Körper wie eine Stahlfeder straffte. Instinktiv schob Harry sich Draco entgegen, spannte sich an, als glühende Lava durch seine Venen rann, sich zwischen den Beinen sammelte und er sich zuckend entlud. Sekundenlang bewegten sie sich nicht. Sie saßen nur eng umschlungen auf dem Boden, versuchten ihre rasenden Herzen zu beruhigen und wieder genug Luft zu bekommen. Eine gewisse Melancholie ergriff Harry, als Draco aus ihm hinausglitt und er den Kopf hob. Der Blick des Slytherins war nicht zu deuten, und Harry fragte sich, was am Morgen passieren würde, wenn sie sich beim Frühstück sehen würden. »Nicht schlecht für eine Jungfrau, Potter«, whisperte Draco heiser. »Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, Malfoy.« Harrys Mund war staubtrocken, als Draco sich vorbeugte und seine wundgeküssten Lippen auf Harrys presste. »Wehe, du prallst damit rum, was heute passiert ist.« Eins muss man Draco lassen. Er schaffte es, jede Art von Romantik im Keim zu ersticken. »Keine Sorge, Malfoy. Von mir erfährt es niemand, dass du mich auf der Mädchentoilette gevögelt hast.« Nachdem das geklärt war, standen sie ein wenig ungelenk auf und zogen sich schweigend an. Harrys Kopf war wie leer gefegt. Er wollte nicht darüber nachdenken, was eben passiert war. »Malfoy?« Draco stand schon an der Tür, bereit, den Raum zu verlassen, als Harry ihn ansprach. Er drehte sich um und sein Blick flackerte kurz über Harrys wunde Lippen. »Ja?« »Nächsten Freitag in der Quidditch-Umkleide.« Draco hob irritiert eine Braue und Harry ging grinsend auf ihn zu. »Du hast doch wohl nicht unseren Deal vergessen, oder? Beim nächsten Mal gehört dein Arsch mir.« Das blasse Gesicht Dracos wurde wachsam und ein verschlagenes Funkeln ließ die grauen Augen aufleuchten. Harry rutschte das Herz in die Hose. Draco würde sich nicht daran halten. »Ich kann am Freitag nicht, Potter.« Harrys Magen war nur noch ein kleiner, kalter Kloß. »Aber morgen Abend hätte ich Zeit.« Durch das laut brausende Blut in seinen Ohren hätte Harry den letzten Satz beinahe überhört. Er blinzelte überrascht, ehe sich ein Grinsen aus seinen Lippen legte. »Ich würde auch sehr vorsichtig sein«, ehe er ihn noch einmal flüchtig küsste und aus dem Klo schlüpfte. Kopfschüttelnd folgte Draco dem gut gelaunten Gryffindor und schloss die Tür hinter sich. In einer der Kabinen raschelte es leise, als Hermine Granger sich mit hochroten Wangen auf die Toilettenschüssel setzte und Pansy Parkinson ungläubig ansah. »Oh mein Gott, Parkinson, was haben wir getan?« flüsterte sie panisch. »Wenn Harry das jemals rausfindet, bringt er mich um.« Pansy zeigte sich wenig beeindruckt, zuckte nur die Schultern und betrachtete interessiert eine kleine, unauffällige Glaskugel, die auf ihrer Handfläche lag. »Erstaunlich, was du so alles erfinden kannst, Granger. Hochkonzentriertes Aphrodisiakum herzustellen und als Stinkmobben zu tarnen, ist fast schon Slytherin.« »Sie sollten sich küssen«, wimmerte Hermine. »Küssen und nicht vögeln«, vollendete Pansy hilfsbereit den Satz. »War vielleicht etwas hochdosiert, aber ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht.« »Zumindest hast du dein Bestes getan, um es erst einmal in Gang zu bringen«, erwiderte Hermine sarkastisch. »Du hast, Draco, mein Buch untergejubelt. Du hast mich in diese Sache mit reingezogen und du hast diese praktischen Dinger hergestellt.« Pansys Blick war plötzlich lauernd und Hermine bestrich ein ganz ungutes Gefühl. Dieses Gefühl versteckte sich noch, als Pansy das Glaskügelchen zwischen Daumen und Zeigefinger nahm und es lächelnd zerdrückte. Eine Augenbraue ungläubig erhoben, starrte Hermine das Mädchen an und schnaubte ungehalten.
Findest du das lustig? Sie ist positiv, Granger. Wir brauchen uns wenigstens nicht darüber streiten, wer oben liegt. Sich in ihr Schicksal fügend, griff Hermine nach Pansys Krawatte und zog sie zu sich herunter. Aber fair ist es nicht, murmelte sie noch, bevor sie ihre Lippen auf Pansys lächelndem Mund presste.